Hallo ihr Neugierigen, habt ihr den neuesten Witcher-Trailer von Netflix gesehen? Hat es euch gefallen oder seid ihr, wie viele der Fans, enttäuscht? Seit langem kursieren Meinungen, dass Henry Cavill nicht der beste Schauspieler für die Rolle von Geralt aus der Hexersaga von Andrzej Sapkowski sei. Aber warum? Schließlich spielte er einen harten Typen nicht nur einmal. Aber vielleicht hat er keine geeignete Persönlichkeit für diese Figur. Nun aber, bleibt einfach dran und ihr werdet mehr über diesen Superman erfahren. Am Samstag, den 20. Juli, veröffentlichte Netflix einen Trailer zu seiner Verfilmung von Fantasy-Büchern des polnischen Buchautors Andrzej Sapkowski über Geralt, den Weißen Wolf. Und offensichtlich sind nicht alle Fans davon begeistert. Aber warum wird die Produktion schon jetzt so heftig kritisiert? Das ist schließlich nur der Trailer. Kritiker thematisieren hauptsächlich die ganz schlechte Besetzung, vor allem über den Hauptdarsteller. Für die einen ist Henrys Körperstruktur eher die eines anderen Hexers, Leto von Gullet. Die anderen meinen, dass Cavill zu sehr wie der Mann aus Stahl aussieht und das würde ihn nicht zu einem machen, der mutierte Monster tötet. Für wiederum andere sieht der Schauspieler in der Verkörperung von Hexer eher wie Legolas als wie Geralt aus. Warum ist dieser Schauspieler so umstritten? Fangen wir von vorne an. Henry Cavill wurde am 5. Mai 1983 in Jersey in Großbritannien geboren. Aber er war nicht immer so muskulös wie heute. Als er jung war, hatte er sogar Übergewichtsprobleme. Erst nach langjährigem Training sah er wie Superman aus. Er besuchte eine private, renommierte Schule, wo man für ein Semester etwa 21.000 Pfund zahlte. Dort spielte er bereits in Aufführungen wie Ein Sommernachtstraum und in Musicals. Seine Filmkarriere begann er mit dem Film Graf Monte Cristo. Dann spielte er lange Zeit in BBC-Serien. Dadurch erlangte er einen guten Ruf als Schauspieler und dann bekam er noch die Hauptrolle in der Serie Die Tudors, die international bekannt wurde und 24 Auszeichnungen erhielt, darunter den Emmy. Kritiker waren von seiner Schauspielkunst angetan und riefen ihn als einen vielversprechenden Schauspieler aus. Also die BBC-Serie Die Tudors öffnete Cavill die Tür zu einer großen Filmkarriere. Denn früher wurde er oft aufgrund seines Alters abgelehnt. Im Jahr 2005 bewarb sich der Schauspieler um die Rolle von James Bond im Casino Royale, aber ausgewählt wurde Daniel Craig. Der Regisseur neigte eigentlich dazu, Henry die Rolle zu geben, aber die Produzenten meinten, dass der 007-Agent älter sein müsse. Cavill sprach auch für die Rolle des Edward Cullen in der Twilight-Serie vor, aber diesmal war er zu alt, um einen jugendlichen Vampir zu spielen und Robert Pattinson bekam den Job. Ihr müsst aber zugeben, dass diesmal die Casting-Jury recht hatte. Und da seine Karriere keinen richtigen Schwung bekam und eigentlich nichts zu berichten gab, weckten seine Affären mehr Interesse bei der Presse als seine Schauspielkarriere. Cavill ist bekannt dafür, dass er gerne mit viel jüngeren Frauen ausgeht. Im Jahr 2015 war er mit einer 19-jährigen Studentin, Tara King, zusammen. Auf die Frage, ob ihm der große Altersunterschied nichts ausmache, antwortete er, dass Menschen, die sagen, dass Alter nur eine Zahl ist, recht haben. Und davor, im Jahr 2014, war Cavill mit der 21-jährigen Marissa Gonzalo liiert, die seine Bekanntheit ausnutzte, um mehr Follower bei Instagram zu bekommen. Überdies mochte sie jagen. Henry schwor dagegen, dass er Tiere liebe. Manche Menschen konnten nicht verstehen, wie solche Beziehungen funktionieren konnten. Und noch früher traf er sich mit Kaley Coco, dem Star aus der Serie The Big Bang Theory. Allerdings dauerte diese Beziehung lediglich 12 Tage. Gerüchten zufolge heuerte Cavill Paparazzi an, damit sie ihnen folgen und Fotos machen. Dadurch wollte er auf sich aufmerksam machen. Aber wie läuft es aktuell bei Cavill? Nun ja, jetzt ist er Single. Die Pechsträhne ging zu Ende, als Henry den Job im DC-Universum bekam und damit zum ersten Briten wurde, der Superman spielte. Und das alles verdankte er seiner harten Arbeit im Fitnessstudio und dem engagierten Training. Und als er zum Vorsprechen kam, stellte sich heraus, dass er der Einzige war, der im Kalela-Kostüm nicht komisch aussah. Aber obwohl der erste Teil seiner Superman-Abenteuer gut war, wurde die Fortsetzung, in der er gegen Batman kämpfte, vom Publikum schlecht aufgenommen. Und nachdem Cavill seine Arbeit an der Produktion von Superman beendet hatte, schaffte er sich als Selbstbelohnung einen Hund an und nannte ihn Cal. Und wie ihr euch erinnern könnt, ist das der Name vom Mann aus Stahl. Außerdem nahm er auch eine Fledermaus zu sich und nannte sie Ben, zu Ehren von Affleck, der Batman spielte. Was für ein Sinn für Humor. Aber obwohl der Star seinen Abschluss an einer renommierten Schule machte, weiß er nicht immer, sich zu benehmen. Er ist nämlich nicht besonders diskret. Im Netz kursieren viele Geschichten über seine Flops bei Interviews. In vielen spricht Cavill nämlich viel zu viel über seine intimen Gefühle und intimen Vorfälle. Zum Beispiel, wie seine Reaktion beim Anblick seiner Kollegin am Set war. Einmal verglich er auch das Verkörpern von Superman mit seinem ersten Mal.
Und nicht zu vergessen ist das, dass er im Interview für Shortlist mit der Größe seines prahlte. Macht er das alles, um mehr Popularität zu gewinnen? Und als er gefragt wurde, was er nach der Superman-Produktion vorhat, erwiderte er, dass es ihm ganz egal sei, was er tun würde, solange er dabei viel Geld verdiene, denn er fliege um die ganze Welt herum lieber First als Economy Class. Später erklärte der Schauspieler, dass das, was er sagte, nicht ernst genommen werden sollte. Aber da sein Vermögen auf 20 Millionen Dollar geschätzt wird, kann man sagen, dass er beim Geldverdienen ziemlich gut ist. Schade, dass er oft vergisst, Schweigen ist Gold. Angeblich ist Henry ein großer Fan vom Hexer und bekam die Rolle dank der Drehbuchautorin, die sich niemanden sonst als Geralt vorstellen konnte. Und als ihm diese Rolle angeboten wurde, stimmte er ohne Zögern zu. Die Premiere der Verfilmung der Netflix-Produktion The Witcher rückt langsam näher, aber die Fans sind immer noch nicht überzeugt, ob Cavill die richtige Wahl war. Und was meint ihr? Glaubt ihr, Cavill wird Geralt gut verkörpern? Lasst es uns in euren Kommentaren wissen und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal!